Hi Clemens hier von Frei und Sicher Musik machen, direkt aus Thailand. Wir waren jetzt 2,5 Monate in Thailand, jetzt geht es weiter nach Kuala Lumpur. Freut mich sehr, aber darum geht es nicht in dem Video, sondern es geht darum, um ein Riesenthema, das im Frei und Sicher Musik machen, im Next Level Programm, im Gruppenprogramm immer wieder Thema ist. Und worum geht's? Alle anderen sind wichtiger, alle anderen Bedürfnisse sind wichtiger als meine Bedürfnisse. Wir lernen das ja in unserer Gesellschaft, wir dürfen nicht auf uns achten, weil dann sind wir vielleicht egoistisch. Im Programm gibt es immer wieder viele, wenn wir das versuchen umzudrehen, bin ich dann nicht egoistisch? Nein, natürlich nicht. Wenn du auf deine Bedürfnisse achtest, aus Selbstliebe heraus, und darum geht es, nicht aus Egoismus heraus, sondern aus Selbstliebe heraus, dann passt zu 100%, dann ist es das Natürlichste auf der Welt, das es gibt. Und wie gesagt, in diesem Video bleib bis zum Ende, weil dann bekommst du konkrete Schritte, wie du das auch verändern kannst. Aber wie gesagt, den meisten Menschen geht es so, bei mir war es früher ein Riesenthema und ich darf immer wieder auch noch darauf achten. Mein Name ist Clemens Wabra, Frei und Sicher Musik machen. Ziel von Frei und Sicher Musik machen ist ganz klar, dass du frei auf der Bühne sein kannst, dein volles Potenzial lebst, aber auch im gesamten Leben. Und deshalb ist auch wichtig, solche Themen umzudrehen und zu lösen, damit du wirklich diese Freiheit leben kannst. Es war mal eine Teilnehmerin im Programm, bei der ist es so weit gegangen, dass sie mir nicht mal E-Mail-Support schicken wollte. Also wir bei im Frei und Sicher Musik machen gibt es E-Mail-Support, der unlimitiert ist, wo du mir immer wieder schreiben kannst und ich dir eine Audiodatei zurückschicke, wo ich dich wirklich 1:1 durchcoache. Und sie wollte das nicht machen oder hatte Angst davor, weil sie wusste, ich habe ein 1-jähriges Kind und ein 7-jähriger, habe wenig Zeit und so weiter, und hat aber dafür gezahlt. Zahlt er, das ist sozusagen in dem Package drinnen, und sie wollte mir nicht zu nahe treten. Also das kann teilweise so weit gehen, dass du dir selbst ins Knie schießt. Vielleicht kennst du das selber von dir so extrem, vielleicht abgeschwächt, aber es kennt fast jeder eigentlich. Und im Endeffekt, im Frei und Sicher Musik machen, verändern wir auch die Dinge im Alltag, damit du es leichter für die Bühne hast. Und wenn du dich jetzt fragst, wo hält mich das ja auf der Bühne zurück, Beispiel aus meinem Leben, wo ich schon verändert hatte, Gott sei Dank. Ich habe vor einiger Zeit in einem der schönsten Jazzclubs in Europa gespielt. Das ist das meiner Meinung nach einer der schönsten, das Porgy und Bess in Wien. Und hatte dort die Ehre, mit einer Sängerin zu spielen, französische Chansons, dass ich es rausbringe. Ich habe Gitarre gespielt, wir waren im Trio, ein Bassist war dabei und die Sängerin in der Mitte, sozusagen links, rechts, Sänger in der Mitte, große, schöne Bühne, super Atmosphäre. Und wir drei waren auf Barhockern platziert, sozusagen. Hat super von unten ausgeschaut und wir haben Soundcheck gehabt, ich hatte meinen Verstärker neben mir und habe mich aber nicht wohlgefühlt auf dem Barhocker, weil ich zu weit weg war von meinem Sound. Deshalb habe ich dann den Barhocker weggeräumt, habe mir einen normalen Sessel genommen, mich hingesetzt, war tiefer sozusagen, habe mich auch geerdeter gefühlt, Verstärker neben mir, und ich war voll in meinem Sound eingebettet, war wundervoll. Sängerin ist zu mir gekommen, weil die natürlich auch auf die Optik geschaut hat, eh logisch, und hat mich gefragt, ja, könnt ihr nicht bitte auch den Barhocker nehmen, weil es einfach besser ausschaut. Und ich habe einfach da schon im Frühjahr, vor 10 Jahren wäre mir das nicht gelungen, da hätte ich mich dann auf den Barhocker wieder draufgesetzt und mich unwohl gefühlt und so den ganzen Auftritt gespielt. Da war es für mich, glaube ich, gesagt, nein, ich fühle mich da wohler, ich bin mehr in meinem Sound drin, wird schon von unten okay ausschauen, habe sie meiner vollen Klarheit und vollen Liebe gesagt, also einfach, weil es mein Bedürfnis war. Sie hat es akzeptiert. Wir haben super gespielt, super Auftritt gehabt und ich habe Aufnahmen davon, hat cool ausgeschaut, war jetzt nicht so Thema. Also da wäre es auch ein Riesenthema für mich gewesen, früher das anders zu machen und eben die anderen Bedürfnisse, ihre Bedürfnisse vorzuziehen als meine. Und da hätte die Musik drunter gelitten. Oder anderes Beispiel, es passiert oft bei Sängerinnen, die einen Soundcheck haben, jetzt in der Popularmusik, im Jazz oder so und so weiter, die einen Soundcheck haben und dann ist der Tontechniker ein bisschen grumpy, der ist nicht so gut drauf. Das kommt leider manchmal bei Tontechnikern vor. In der klassischen Musik jetzt nicht so, aber in der anderen Musik, in der U-Musik. Und die trauen sich dann sehr, sehr oft nicht zu sagen, was sie brauchen, anstatt wirklich klipp und klar zu sagen, hey, das und das brauche ich, bitte gib mir das, ist dein Job, okay, mach das. Und deshalb möchte ich dieses Video machen, deshalb ist es dieses Riesenthema und das möchte ich gerne umdrehen. Ich möchte noch zwei Beispiele, ich habe nämlich da alles aufgeschrieben, darum schaue ich hin, zwei Beispiele geben. Das eine, vielleicht kennst du das, vielleicht auch nicht, dann ist es neu, wenn du es kennst, eine Wiederholung. Es hat mal so einen Rundbrief gegeben,
den Charlie Chaplin geschrieben haben soll. Und da ist genial drinnen gestanden, dass er früher auch gedacht hat, alle anderen sind wichtiger, und dann hat er sozusagen seins rausgebracht. Er war, wenn du Charlie Chaplin kennst, er war ein Vorreiter, er war Genie eigentlich. Da gibt es Filme, die sind unglaublich einfach. Und der hat einfach seins verfolgt, seine Ideen verfolgt und hat immer wieder Leute gehabt, die was dagegen hatten, die deren Bedürfnisse nicht erfüllt wurden sozusagen und die ihn dann egoistisch genannt haben. Bis er dann drauf gekommen ist, nein, das ist kein Egoismus, sondern das ist Selbstliebe, dass er seine Ziele verfolgt, seine Herzenswünsche, das, was in ihm brennt, das ist kein Egoismus, da weiterzugehen, sondern das ist reine Selbstliebe. Und genau darum geht's. Und wenn du vielleicht auch ein Mensch bist, der mehr schluckt und der mehr für andere tut, dann wirst du sowieso nie egoistisch sein, selbst wenn du mehr auf dich achtest. Also wenn es Charlie Chaplin schon sagt, rein aus Selbstliebe, wie gesagt, Riesenunterschied zwischen Selbstliebe und Egoismus. Zweites Beispiel, aus meiner Sicht ist das Natürlichste auf der Welt, dass du die Nummer eins bist. Weil die Natur hat das so vorhergesehen. Du bist in diesem Körper drinnen. Du redest aus diesem Körper, du schaust aus diesem Körper, du fühlst in diesem Körper. Klar ist dieser Körper die Nummer eins und alles andere die Nummer zwei draußen. Jeder Baum weiß, jeder Strauch weiß, dass er die Nummer eins ist, bringt seine Blüten zum Blühen, seine Früchte raus. Jedes Tier weiß, dass es die Nummer eins ist, vor allem Katzen. Wenn du Katzen, vielleicht liebst du Katzen, hast du Katzen, aber Katzen wissen, dass sie die Nummer eins sind, die sind da beinhart dahinter. Also meiner Meinung nach ist es auch das Natürlichste, was es gibt auf der Welt, dass du auf dich achtest und dass du auf deine Bedürfnisse achtest und dass du die Nummer eins bist. Also das Ganze gehört natürlich geübt, weil es wurde uns abtrainiert. Eigentlich ist es das Natürlichste von jedem Kind. Ich habe ein einjähriges Kind, eine siebenjährige, für die ist es das Natürlichste, auf sich zuerst zu achten. Wenn ein Kind spielt, wenn es tief drin ist, ist es voll im Space, voll in dem Flow drin, wo wir als Musiker auch hinwollen. Und die achten da zu 100% auf sich. Also es ist das Natürlichste, nur wird es in der Schule abtrainiert, wird es durch die Erziehung abtrainiert. Wir müssen überall leise sein als Kind, wir müssen auf die anderen achten. Die Erwachsenen dürfen ja nicht, wenn wir laut schreien und so weiter, ich verstehe das eh, aber auf der anderen Seite wird das Kind immer runtergedrückt und dadurch verlernen wir, auf uns zu achten, was eigentlich das Natürlichste ist, und lernen, dass die anderen alle wichtiger sind. Und wie gesagt, das gehört umtrainiert. Und wie mache ich das jetzt genau? Ich habe drei Schritte für dich, drei meiner Meinung nach sinnvollen Schritte. Das erste ist immer beobachten. Das sage ich immer in den Videos, beobachten, einfach bewusst werden, wann ich es eigentlich tue. Beobachte dich mal, wenn du das möchtest, wenn du es verändern möchtest, weil meiner Meinung nach bringt es extrem viel mehr, auf sich zu achten. Wie gesagt, aus Selbstliebe, nicht aus Egoismus, aus reiner Selbstliebe aus. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn du mal einen egoistischen Menschen triffst oder selber das öfters hörst, jeder kennt den Unterschied zwischen Selbstliebe, aus Liebe heraus etwas tun, oder aus Egoismus, kennt jeder. Also wenn du es aus Selbstliebe tust, meiner Meinung nach perfekt. Und wie gesagt, der erste Schritt, beobachten. Das heißt, im Alltag einfach immer wieder darauf achten, wann schlucke ich eigentlich meine ersten Bedürfnisse runter? Wann schlucke ich diesen ersten Impuls runter? Und das ist es meistens. Es kommt ein Impuls auf, es kommt eine Idee und die geben wir weg. Und dann bin ich schon dabei, dass eigentlich die anderen wichtiger sind und ich nicht meins verbalisiere, rausbringe sozusagen. Also beobachte dich, und manchmal kommt man drauf, dass es nicht nur einmal am Tag, einmal in der Woche passiert, vielleicht 10-mal am Tag, vielleicht 20-mal am Tag ich das sogar mache, bei großen Dingen, bei kleinen Dingen. Deshalb erster Punkt, immer beobachten. Und sich auch seine Sprache bewusst werden, wie ich auch rede, wie ich runterschlucke und so weiter. Also erster Punkt, unbedingt beobachten, ganz wichtig. Zweiter Punkt, meiner Meinung nach auch diese Angst, ich nenne es Angst, oder vielleicht ist es nur ein unangenehmes Gefühl, wenn ich es vielleicht doch für mich machen sollte, diese Schuld, was es auch immer ist, dieses Gefühl auch wahrnehmen. Weil aus diesem, das ist nämlich die Blockade, die gelöst gehört. Wenn du Blockadenlöser hast, nimm dieses Gefühl wahr, mach stärker und löse. Wenn du keine Blockadenlöser kennst, nimm das Gefühl wahr, weil dieses Gefühl ist das, was dich dann auch hinbringt, dort das zu tun. Weil wir wollen immer diese negativen Gefühle meiden, diese Schuld, dieses unangenehme, enge, was es auch immer ist, da, wenn das mal kommt, gehen wir da gleich wieder weg davon, was eh sinnvoll ist, aber in dem Fall, wenn du etwas ändern möchtest, ist es wichtig, das auch wahrzunehmen, zu spüren, weil dann weißt du auch, aha, das versuche ich zu vermeiden, dann kannst du reingehen und es auch verändern. Wenn du keine Blockadenlöser hast, dann gehst rein ins Spüren, nimmst es wahr und bewegst dich, atmest tief, hupfst herum, dass du sozusagen
diese Gewohnheit, diese Autobahn verändern kannst, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Also erstens beobachten, bewusst werden, zweitens auch dieses negative Gefühl wahrnehmen, das ich immer vermeiden möchte. Und der dritte Punkt ist das dann verändern. Schritt für Schritt für Schritt verändern. Was sind, wahr werden eigentlich, was sind meine Bedürfnisse? Weil teilweise, vielleicht bist du so ein Mensch, vielleicht auch nur zum Teil, haben wir unsere Bedürfnisse so runtergeschluckt, dass wir gar nicht wissen, was wir eigentlich wirklich wollen. Und das ist so wichtig herauszufinden, immer wieder zu überprüfen, was möchte ich wirklich? Was entspricht mir? Wo möchte ich hin? Was sind meine Ziele, meine Herzenswünsche? Wofür brenne ich? Wie Charlie Chaplin gesagt hat, er hat für seine Herzenswünsche, seine Projekte gebrannt. Und das sieht man auch in all seinen Filmen, hört man am Anfang nicht, weil Stummfilme waren später schon. Aber du nimmst es wahr bei ihm, dass er aus reiner Selbstliebe agiert hat. Und das auch sozusagen Schritt für Schritt für Schritt verändern, was möchte ich, wo möchte ich hin? Und dann die Schritte setzen. Und wenn du Unterstützung brauchst bei diesen Schritten, am 5. März 2024, falls du das Video später anschaust, mache ich meinen nächsten Live-Workshop für Berufsmusiker, Amateurmusiker, Ambitionierte sind auch willkommen, wie du vom ersten Mal in dem Flow-State sein kannst, wie du es genießen kannst, wie du erfolgreich sein kannst und gleichzeitig genießen und abliefern kannst, auch bei Probespielen, auch bei wichtigen Konzerten. Einerseits werden wir Blockaden lösen gemeinsam, Glaubenssätze verändern und du bekommst auch die richtigen Schritte zur Vorbereitung für wichtige Konzerte und Probespiele aus meiner Sicht. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Link findest du auf alle Fälle irgendwo oben unten, Kommentare hinter meinem Profilbild, wo auch immer. Melde dich an, ich freue mich drauf. Clemens Waber, frei und sicher Musik machen. Und wenn du auf YouTube bist, gerne auch den Kanal abonnieren. Alles Liebe. Und schreib, bevor ich mich verabschiede, schreib auch in die Kommentare unbedingt rein, was deine Meinung ist. Und schreib in die Kommentare bitte unbedingt rein, was dir das Video gebracht hat. Und auch wenn du es umsetzt, vielleicht später auch mal, was es dir gebracht hat. Alles Liebe.